Nein. Ja? Nein! Ja, ist okay. Nein! Der lässt den Schüler jetzt nicht in Frauenklamotten und mit einem Schild. Herzlich willkommen zu einem neuen Video an diesem wunderschönen Tag, Freunde. Heute mit einer neuen Hilf mir Folge und zwar Sätzen 6 Psycholehrer Harry. Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal vielversprechend. Psycholehrer Harry. Let's go. Was uns hier erwartet, ja? Ich frag mich jeden Tag aufs Neue, warum stehe ich auf und tu mir das an, aber. Ihr wollt so. Ihr wollt sie einfach so. Oha. Also direkt wieder, es geht wieder aggressiv los. Wir sind's gewohnt von Hilf mir erst. Hat der Lehrer eine Pfeife im Mund? Hat er eine Trillerpfeife im Mund? Aaron. Hat der. Der hat so eine Plakette, was man als Soldat trägt. So eine Army-Plakette hat er um. Okay. Aaron. Okay, aber ey, das ist auch, also da muss der so einen Ton an den Tag legen. Also erstmal, die Klasse besteht aus 4 Schülern. Für mehr Schauspieler hat es anscheinend nicht gereicht. Aber die sitzen hier auch und telefonieren vor seinen Augen. Okay. Ich liebe. Okay. Ja. Hast du es mitgesehen? Laupe, mein Name. Ciao. Laupe? Harry Laupe. Harry Laupe. Darf ich vorstellen? Harry Laupe, Freunde. Und mit Harry sollte man nicht spaßen. Ich hab den. Also hier Blick allein von unten von der. So richtig schon dieses. Ey, der hat auch einen Army-Pulli an Army. Auftrag, euch Mathe beizubringen, damit ihr euren Abschluss hier kriegt. Ja, okay. Hauptschule. Hauptschule, mhm. Okay, ja, das ist Hauptschule, alles klar. Die futtern da einfach Chips und... Ey, es ist so asozial, Freunde. Warum ist überhaupt die Klassentür offen? Als erstes. Ui. Die ganzen Sachen weg. Essen. Ui. Das hat der wollte mich verarschen. Ja. Handy her. Mein Handy gibt mir Sicherheit nicht. Das ist nicht möglich. Ich kann ohne mein Handy leben. Mir scheißegal. Hallo. Das kriegt ihr nach dem Unterricht. Harry Laupe, Junge, zieht komplett durch, zieht komplett durch. Also, wir sind hier uns hier, denke ich, einig. Die benehmen sich natürlich schon relativ respektlos einem Lehrer, einer Autoritätsperson gegenüber. Aber Harry Laupe zieht ja auch eiskalt durch. Der zieht ja eiskalt durch, der nimmt dir das einfach weg. Hat die dabei nass gemacht, juckt ihn gar nicht. Kriegt ihr das wieder. Mhm. Dürfen Sie das überhaupt? Dürfen Sie Handy nicht wegnehmen? Alter. Das ist, glaube ich, generell so eine Frage, ne? Das ist halt Eigentum der Schüler. Ich glaube, Handys einsacken. Ich weiß nicht, ob das rechtens ist. Müssen wir mal hier Christoph Solmecke Muster zu meinem Statement abgeben. Was ist das denn? Der Mathelehrer ist kein bisschen cool. Ist ein Riesenarschloch. Was ist das denn? Ey, der ist kein bisschen cool. Ey, darum geht's auch Harry Laupe nicht. Der will nicht unbedingt vor euch cool sein. Ja, der will ein bisschen... Der kommt von der Army. Der will ein bisschen Disziplin. Der will ein bisschen eisernes Verhalten. Ja? Mein Handy weg. Eisernes Verhalten, was soll denn eisernes Verhalten sein? Ihr wisst, was ich meine. Also eiserne Disziplin und gutes Verhalten, das wollte ich sagen. Genau, nicht mal mein Vater macht es. Nee, nicht mal mein Vater macht es. Okay. Mhm. Boah, ich hab keine Ahnung, wie ich diese scheiß Mathestunden überstehen soll. Nee, das frage ich mich auch. Zuhören. Aber auch mit jedem x-beliebigen anderen Lehrer frage ich mich das, wie du das überstehen sollst. Okay, geil. Was ist das denn auf dem Kopf, was du da hast? Was ist das da auf dem Kopf, was du das hast? Das sind Haare, Bro. Die sehen zwar ein bisschen anders aus vielleicht als deine Haare, aber das sind Haare. Okay, jetzt übertreibt Harry ein bisschen. Ist das ein Schlag oder was? Haare? Perücke oder was? Nur weil sie so schäbig aussehen, heißt das jetzt... Ui, schäbig, direkt. Boah, die beleidigen sich halt direkt. Okay, macht der einen Schweigefuchs? Schweigefuchs heißt, du bist ruhig, nur zuhören. Ich rede, okay? Okay. Mhm. Schweigefuchs. Okay. Also, mein Auftrag ist es euch... Mathe. Was hat der Schabracken? Was hat der gesagt? Euch Schabracken? Der beleidigt seine Schüler? Oh, süß. Okay, also Gehorsam und Disziplin ist das eine. Aber seine Schüler zu beleidigen, muss halt auch nicht sein, Harry. Sag ich dir ganz ehrlich. Aber wenn ich so den ersten Eindruck hier sehe... Was ist für ein Otto? Lohnt sich der Auto? Was ist das für ein Otto, sagt er? Auftrag gar nicht, ey. Ich hab eigentlich gesagt, dass der voll cool wäre, ne? Ich meine, euch ist ja schon auf die Stirn geschrieben, was ihr mal irgendwann werdet. Ach ja? Was denn? Wie bitte? Ui. Okay, es wird gepiept. Wir wissen nicht, was hier gesagt wird, aber ich glaube, es sind relativ harte Beleidigungen. Ja. So, Alter. Du? Ich werde Bodybuilder oder Big Boss Rapper. Du machst wahrscheinlich. Der wird Bodybuilder oder Big Boss Rapper. Mhm. Okay, alles klar, wissen wir Bescheid. Das sagt ja schon vieles. Wahrscheinlich so eine Ich-AG auf mit Brennholzverleih oder sowas. Ja, da verkaufe ich ihn die Brennholz. Digga, das ist die größte Idee, die ich der hatte, oder? Ja. Ey. Dann mit dem Loser, dem kleinen Dicken da draußen, gehört er auch noch zu euch, oder was? Nee, ich will nicht zu dir. Du gehst raus und machst dir erstmal los. Mach.
Was? Ich soll hier raus? Raus, hol ihn rein. Reinholen? Da ist, warum chillt da noch jemand draußen? Warum chillt da noch jemand draußen? Und Harry nennt ihn einfach Loser. Ey, okay, Harry, ich meine, ein bisschen Disziplin beizubringen ist ja okay, ne? Aber du übertreibst deine Lage gerade etwas krass, ja? Raus. Raus. Aber dann jetzt. Boah, ey, keiner gibt doch gar nicht Befehle. Das muss ich mir selbst wie was? Was sind die asozial? Alter, würde ich auch die Krise bekommen. Ich würde das nicht so handhaben wie Harry, ich würde die jetzt nicht beleidigen. Aber bei, also wenn die so asozial sind, Schüler, würde ich auch die Krise bekommen. Kast? Also das reicht mir. Ich hab keine Bände raus. Was? Da war noch einer draußen? Okay, der soll auf jeden Fall, glaube ich, den Nerd spielen. Aber warum hat er gerade draußen gechillt? Ein Loser im Raum, damit brauchen wir nicht zwei. Wohl. Wieso? Wir haben schon einen Loser im Raum. Zeigt auf den Lehrer und sagt, wir brauchen nicht zwei. Oh, Sinde. Also der Junge wird auf jeden Fall in der Klasse fertig gemacht und der musste einfach draußen warten. Einfach, weil die Mitschüler sagen. Du, so, du kommst nicht in die Klasse. Ja? Zuhören. Schweigefuchs. Auch für dich. Ja, Schweigefuchs. Wie heißt du? Mandy. Ja, Mandy oder Cindy, hätte ich schon gedacht, ja. Ey, das wär doch wieder alle Klischees hier erfüllt. Wow. Wow. Cindy, wer besser für dich? Cindy. Candy. Ach, Candy. Ich weiß, was die Probleme haben. Kannst du die Namen? Candy? Okay, Candy ist auch ein geiler Name. Folge werden von Cindy aus Mazar. Machst du Cindy aus Kalk oder so, weißt du? Aus. Cindy aus Kalk. Okay. Köln-Kalk, Freunde, ja. Ist ein Kölner Viertel, spielt natürlich wieder in Köln. Wir kennen's, wie gewohnt von Hilf mir. Haben Sie Knick in der Optik? Also, Sie was hattet ihr zuletzt in Mathe auf? Ja. Hallo! Ey, das war teuer! Was ihr zuletzt in Mathe auf hattet? Okay, da kommt nix. Ich weiß doch, das war was. Was willst du mir noch wegreden? Wisst ihr überhaupt, was ihr lernen sollt? Ja, aber das ist auch sau asozial. Also bei den Schülern, da würde ich auch richtig durchdrehen. Da würde ich auch kirre werden. Dann verteilen wir jetzt hier. Kopf gefallen, Test? Oder? Ja, auf jeden bist du auf der Kopf gefallen? Also, Random, warum soll er auf den Kopf gefallen sein? Warum sagt ihr das? Damit ich erstmal weiß, wo ihr überhaupt steht. Bitteschön. So, zuhören. Oh, könnt ihr bitte einfach mal leise sein und zuhören? Harry hat was zu sagen. Neue Regel: Jeder bringt Sportsachen mit. Und sollte irgendeiner von euch die Matheunterricht hier irgendwann nur schwänzen oder keinen Bock haben. Diese Trillerpfeife macht mich fertig mit dieser Army-Plakette. Irgendwie sich daneben benehmen. Sechs. Verstanden? Und sechs. Hier, bitteschön. Ja. Sie brauchen. Können Sie gerade wieder einsammeln? Jetzt mal ganz ehrlich, was soll ich damit? Also, das ist legitim. Ja, er will erstmal den Wissensstand abfragen und lässt den Bogen ausfüllen und dann weiß er, wo sind die Schwierigkeiten, wo muss er anknüpfen. Ist ja vom Prinzip rein pädagogisch der richtige Weg, ja? Ausfüllen. Tja, der Herr Laupe, kein Lehrer von der Stange, aber die Kids sind eben auch keine Kids von der Stange und der Lehrer... Nee, da hast du recht, Ruth Marquardt. ...hat möglicherweise kapiert, dass es ohne Disziplin nicht geht. Und vor allen Dingen, was wirkt ist, die kriegen mal was anderes serviert als die übliche Kost in der Schule. Ja. Ich schwöre dir, leise Fuchs. Leise Fuchs? Ach, der hat gar nicht... was hab ich... Schweigefuchs. Aber sie hat... Heißt das bei manchen leise Fuchs? Bei uns war das immer der Schweigefuchs. Okay, auf jeden Fall. Okay, ja. Ja, geht. Es wird eine nette Folge. Also, wenn er das mit den Beleidigungen gelassen hätte, dann ist es vom Prinzip ein harter Ton. Kann manchen Schülern, vor allem solchen wirklich respektlosen Problemschülern, manchmal auch ganz gut tun. Candy und ihre Mitschüler hassen den Lehrer und seine Methoden jetzt schon. Mhm. Doch das ist erst der Anfang. Okay. Schafskopf. Oh, die Tür zu. Ja, Schafskopf. Sagt er das zu dem Mädchen mit den lockigen Haaren? Schafskopf? Weil das aussieht wie... Ich kann es selber machen. Mach die Tür zu. Ey, diese Trillerpfeife. Ey, schmier ab. Wie heißt ich nochmal? Schafskopf. Ja. Schafskopf. Okay, das ist halt... So kann man sich jetzt hier halt auch nicht benehmen, ne? Das ist natürlich klar. Selber. Mach die Tür zu. Sag bitte. Mach die Tür zu! Boah, mach die Tür zu machen! Kannst du das nicht selber machen? Nein, kann der nicht, merkst du doch. Du, auch Siezen oder so kennen die gar nicht? Herr Laupe, das ist mein Schokoriegel, ne? Herr Laupe, das meint. Der sackt die Süßigkeiten von den Schülern ein und isst die einfach vor deren Augen. Das ist halt auch Next Level, wow! Schön! Was hast du gesagt denn? Das ist mein Schokoriegel, den wir da essen. Weißt du, das ist mir scheißegal. Juckt ihn gar nicht. Also, Harry Laupe juckt das halt gar nicht. Also, das sieht man halt auch. Vielleicht solltest du mal ein bisschen weniger von diesen Schokoriegeln essen, ein bisschen was Gesünderes. Oh, und verlierst du auch der wird halt direkt persönlich, der geht halt. Also alle sechs Personen, die wir hier vorfinden, gehen gar nicht, ja? Babyspeck.
Nimm mal die Füße runter. Nimm mal die Füße runter. Ist okay. Obwohl, nee, er hat nur gesagt, das ist mein Schokoriegel. Er hat bisher noch nichts Schlimmes gemacht. Also er ist eigentlich der korrekteste von allen bisher. Also, das ist die Hausaufgabe. Wer hat die? Ich hab Hausaufgaben. Was für Hausaufgaben? Genau, ich hab die gemacht, aber okay, Funktion? Was ganz anderes auf. Streber. Wir sollten Umrechnungen machen. Und Sie haben da gleich... Umrechnungen? Hä? Specki, was ist los? Also Specki, was los? Wie redet er mit ihm? Das ist ein Schüler. Wahrscheinlich hat er aber auch noch recht. Also Herr Laupe weiß selber, glaube ich, gar nicht, was er an Hausaufgaben aufgegeben hat. Wow. Willst du jetzt sagen, dass ich ein Lügner bin oder was? Ja. Ja, also ja, will ich sagen, ja. Sie haben was falsch angesprochen. Du willst sagen, dass ich ein Lügner bin, oder was? Du willst wirklich sagen, dass ich ein Lügner bin? Oh, das ist so asozial, Alter. Ich Das wird wieder eine harte Nummer. Das wird eine harte Nuss heute, das durchzustehen, dieses Video. Diese Folge wird mal wieder eine richtig harte Nuss, meine Damen und Herren. Das war die Hausaufgabe. Also du hast Eier bekommen. Der hat Eier bekommen. Der hat Eier bekommen, ja. Sportsachen mitbringen. Hast du die dabei? Ja, die hab ich im Rucksack. Zieh die Sportsachen an, 5 Runden um den Platz. Einfach weil er gesagt hat, was die richtige Hausaufgabe war. Ey, Harry, das geht aber auch nicht. Der arme Alter. Der ist bisher der respektvollste und der korrekteste von allen. Die anderen lachen. Raus. Die anderen lachen. Wenn das so weitergeht, dann ist das nicht so schlimm. Tut dir gut. Wenn das so weitergeht, ist das nicht so schlimm. Ey, Sünde, alle hacken auf dem Jungen darum. Ruhe bleibt. Die Ruhe bleibt. Die Ruhe bleibt. Das heißt, wer hat denn von euch die Hausaufgaben? Hast du die Hausaufgaben? Was für Hausaufgaben? Was hat man hast du nicht? Hast du die Hausaufgaben? Wann hatten wir bei uns was auf? Wir hatten noch gar nichts auf. Heißt, ihr geht jetzt alle raus, zieht eure Sportsachen an. Ey, seine Trillerpfeife macht mich fertig. Die hört nicht zu, der haut einfach in seine Pfeife bei 5 Schülern. Dann hör zu. Ey. Halt deinen Mund. Halt deinen Mund. Also, Sportsachen anziehen, ihr geht alle raus. Neue Regeln. Was? Baut irgendeiner Scheiß. Das ist ja, was ist mit deinen Haaren? Ich kann jetzt bestimmt zuhören. Sieh so, ich kann nicht laufen. Meine Haare sind geglättet. Als ob Harry das, was ihr bisher von ihm erlebt habt, als ob das Harry in nur in geringster Weise jucken würde. Nein, dem Harry ist alles egal. Neue Regel, Schweigefuchs. Sandy. Also, wenn einer Scheiße baut von euch. Hallo, ich melde mich. Willst du was sagen? Hörst du mir zu? Hörst du mir zu? Ey. Also nochmal. Der arme Brehen, der schon draußen laufen. Neue Regel, baut irgendeiner von euch Scheiße, bahnen das alle zusammen aus, okay? So, und ihr geht jetzt... Das ist wie beim Bund so, glaube ich, das ist ähnlich, ne? Auf dem Sportplatz. Hallo, ich melde mich, kann ich bitte was sagen? Sachen an, raus. Das ist nicht möglich. Wenn du hier Schwinkel drauf habe, dass ich verschwitze. Boah, ey, ich krieg da einen Kasper, ey. Das macht mich fertig, das macht meinen Kopf kaputt. Tinnitus schon wieder. Leute, machen kurz die Grüße, bevor es weitergeht. Grüße gehen raus an die Magengste, an das Kanalmitglied, an Berner Nichrenhus, an die Kommentare Zahnseide, an der Baumfäller und den ersten Kommentar im letzten Video hat Creepypasta geschrieben. Wenn du im nächsten Video auch grüßt werden willst, schreib einfach einen lieben Kommentar oder sei der allererste Kommentar. Um erster Kommentar zu werden, Benachrichtigung anmachen. Das ist Hugo, die Benachrichtigungsglocke. Genau, die müsst ihr einfach anmachen unter diesem Kanal. Ja, komm mal ruhig da runter. Kurz darauf, Terrorlehrer Harry fackelt nicht lange und sorgt dafür, dass seine Schüler Disziplin lernen. Koste es, was es wolle. Er ist Mathelehrer, er ist nicht mehr der Sportlehrer. Was willst du denn? Die pöbeln sich einfach an. Er ist großartiger Sportunterricht. Kriegst du da was? Sind wir im Militär oder was? Du bist nur am Rumdiskutieren wie ein Mädchen oder was? Was bist du denn? Du hast doch ja nicht geschrieben. Ja, natürlich. Junge, ich war 12. Ja, genau. Ich war 12 Jahre bei der Bundeswehr. 12 Jahre. Ja, 12 Jahre. Also ein Typ, der 12 Jahre beim Militär war. Ob er halt der Richtige ist, um Lehrer zu sein, weil man muss halt dafür auch eine gewisse Pädagogik an den Tag legen. Ja, also es ist halt ein Weg, so diese harte Art und Weise, aber so, man muss halt Schüler auch, die sind halt auch noch jung in der Entwicklungsphase, den kannst du halt nicht auf die harte und Weise alles beibringen. Geht halt auch, aber man muss ein bisschen Pädagogik halt an den Tag legen. Das geht halt nicht anders. Im Dienstfall eines Hauptmanns. Raus, Applaus! Das soll mal niemand aufhören, was hier macht. Nix! Ja? Schön! Kannst gar nichts! Was läuft um eine Runde? Was kannst du denn? Was kannst du denn? Nicht! Ja! Weißt du was, ich brauch meinen scheiß Hauptschulabschluss nicht. Brauchst du nicht, leider, komm. Nein, ich brauch den nicht. Brauchst du nicht? Nein, ich werd Big Boss Rapper oder Bodybuilder. Der wird nicht Rapper. Der wird nicht Rapper, der wird Big Boss Rapper. Eindeutig.
eindeutiger Kandidat für einen Big Boss Rapper, was auch immer das heißen soll. Ja? Berufswunsch Rapper. Mhm. Oh, also, ja, natürlich. Bodybuilder, was wirst du? Dann zeig dir mal, was du drauf hast. Meine Muskeln sind besser als deine. Dann zeig dir mal, was du drauf hast. Komm. Also, meine Muskeln. Ey, das ist so asozial Kölner Dom. Einen Tag später. Harrys schweißtreibende Lehrmethoden bleiben nicht ohne Folgen. Ui, was passiert da denn jetzt? Ey, sag mal, hör auf mit der Scheiße. Was machst du hier? Ist doch schön. Ist doch schön. Geht's noch, oder was? Hat der Harrys Fahrrad jetzt pink lackiert? Guck mal, die lachen, die anderen. Das ist halt Sachbeschädigung. Das ist halt feinste Sachbeschädigung. Unglaublich. Hast du überhaupt was in deinem Kopf? Ja, das ist doch schön. Ich denke, du bist krank. Was ist los mit dir? Ach, jetzt bist du plötzlich wieder da. Das ist doch wunderschön. Der hat sich krank gemeldet die letzten Tage. Der ist da natürlich, um das Fahrrad vom Lehrer anzusprühen. Aber ja. Ich hatte Kopfschmerzen, was soll ich machen? Kopfschmerzen, hast du gehört? Entspann dich mal, ich hab alles dabei. Eine Entschuldigung? Pass auf, mein Freund, dafür bist du morgen deine Strafe. Hier ist die Entschuldigung. Scheißegal, von deiner Mutter geschrieben, oder was? Nicht so. Okay, also als Lehrer zu reden, deine Mutter geschrieben, oder? Passen Sie aber auf. Du stehst auf meiner Liste ganz oben. Und, was wollen Sie machen? Auf der Liste. Viel mehr wert. Hey, deine Entschuldigung. Hau ab, verpiss dich. Der nächste Tag. Zum Lehrer. Hardcore Harry lässt sich nicht. Dumm geboren und nichts dazugelernt. Fallen. Schüler Rocky lernt den Lehrer von seiner schlimmsten Seite kennen. Nein. 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 Der lässt den Schüler jetzt nicht in Frauenklamotten und mit einem Schild. Einfach eine komplette Demütigung. Das ist halt nicht illegal. Das darf er halt safe nicht. Das ist halt einfach Demütigung vom Feinsten. Einfach der Lehrer. Die machen halt alles, aber keinen Unterricht. Also was machen die denn? Die gehen jetzt zusammen durch die Stadt und der muss hier irgendwie... Ey, das ist ja die Härte. Das wissen wir ja, wer... Du Volldepp machen oder was? Ja, wissen wir ja, wer hier die ist, ne? Haben wir es ja. Wow. Das ist dein Ernst? Ich hab gar keinen Bock auf diese Scheiße. Ja, ist wow. Mir egal. Ja, ich hab keinen Bock. Sieht aber lustig aus. Halt dein Maul. Wir hätten den Rocky auch noch ein bisschen pink machen. Ey, du hast doch einen an der Waffel. Das ist genau wie... Er trägt auch nur sein Army-T-Shirt, sein Army-Pulli und seine Trillerpfeife, ey. Das ist ja... Also, das ist Next Level, Freunde. Eine gerechte Strafe dafür für das Fahrrad von gestern. Ey, ich hab gar keinen Bock mehr auf die Scheiße, Alter. Geh weg damit. Stell dich doch nicht so an, Freunde. Wir können es auch anders machen. Ich kann nicht bei den Bullen anzeigen wegen Sachbeschädigung. Ey, das war der größte Scheiß, den ich in meinem Leben erlebt habe. Wie er das noch umhat. Was denkt sich dieser große... was er eigentlich mit mir macht? Dass wir noch große Konsequenzen für den haben. Dieser wird noch sehen, er wird noch Mädels. Ich habe eure Gespräche zugehört. Ich habe die perfekte Idee. Was hast du jetzt wieder vor? Und die wäre? Ihr wisst doch, unser Lehrer ist ein Mann, ist ein Arschloch, so wie ich. Und was hält ihr von einer Sexoffensive? Was? Hallo? Sexoffensive? Ihr seid doch zwei bildhübsche Mädchen. Und guck mal, wie ihr angezogen seid. Willst du mir sagen, du willst mich dafür einsetzen? Klar! Ist das jetzt gerade dein Ernst? Wie ich es angezogen habe, ist doch wunderschön. Zeig dir ein bisschen Titten. Machst du hier ein bisschen? Vergiss es. Hey! Also die wollen jetzt ihn halt so ein bisschen dazu zu bringen, dass er halt Dinge macht, die man gegen ihn verwenden kann. Also dass er da irgendwie was sagt oder die anfasst oder sowas. Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Nicht für die, also guck mal bitte Mädels, an, hört doch mal aussieht. Zu. Hört doch mal zu. Sag aber die sind so dumm. Die denken jetzt halt, dass die echt was mit dem haben sollen. Nein, darum geht's nicht. Die wollen ihm einen reinwürgen, Manni. Ah, so dämlich, ey. Seid doch mal, denk doch mal an uns. Denk doch einfach an uns. Hast du ihn jemand angeschaut? Ja, ist doch egal. Hast du ihn mal angeschaut? Der sieht gar nicht so gut aus, ey. Das ist gar nicht mein Typ. Aber darum geht's doch jetzt auch gerade gar nicht. Hallo, ja, ist okay. Du bist hübsch. Hallo, denkt an uns. Seid doch nicht an uns. Und was haben wir davon, wenn... Wir sind den los. Was wollen wir? Wir wollen doch, dass er los wird, oder? Ja, aber wie? Wie? Ganz einfach. Ihr zieht euch morgen richtig sexy an. Geht ja an ihm vorbei, macht ein paar schöne Komplimente, reibt eure Titten an ihn und dann geht der steif. Und was wollen wir? Dass er euch anpackt. Dann machen wir eine schöne Anzeige. Boah, richtig miese Nummer jetzt, ja. Die wollen ihn jetzt aus der Reserve locken, indem die Mädels ihn so ein bisschen anmachen und so. Aber mal gucken, wie Harry reagieren wird. Also ich kann mir vorstellen, dass Harry ein Mann der Disziplin ist und sagt so, nein, ihr seid meine Schülerin und hier gibt es ein Abstinenzgebot. Das heißt, Lehrer fässt seine Schülerin nicht an. Ja, aber bei sowas natürlich ist er schnell den Job los, ja. Dann ist er schon weg vom Fenster. Du sagst, das ist Bindestrich. Nein. Das ist Bindestrich. Das ist ein Minus, Brudi. Das ist ein Minus. Hinsetzen. Hast du so eine Steckmasse? Ihr könnt auch nur von 12 bis Mitternacht denken, oder? Hinsetzen, habe ich gesagt. Einfach mal aufstehen. Das wäre jetzt ganz gut, gell? Ich hab Hunger. Ja, Mann. Deswegen. Das ist nix. So, punkten. Was
So, Mädels. Die beiden sitzen da voll geschenkt so. Ja, aber guck mal, was Harry jetzt macht. Was macht jetzt Harry? Versucht euch. Isa, da drüben. Und Sandy hier. Isa! Und Zeit läuft. Nach X. War das jetzt geplant? Ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht geplant war, wie sie sich so an die Tafel anlehnen will. Ja, so eine Tafel ist ganz zufällig beweglich, aha. Können Sie sich ein bisschen nahe kommen und das erklären? Also ich verstehe das nicht so ganz. Was verstehst du nicht? Du sollst das nach X auflösen, was ist daran so schwer? Du sollst nach X auflösen. Die so, können Sie mir bitte ein bisschen näher kommen? So, nach X auflösen. Wenn du den ersten Schritt vielleicht machst. Was los? Was los? X auflösen. Was los? Mach mal Abflug, Mann! Mach doch mal eure Aufgaben! Harry checkt noch gar nicht, was die wollen. Ja. Kommen Sie noch was mal machen. Habe ich was von Anfassen gesagt? Habe ich was von Anfassen gesagt? Ja, er reagiert cool. Hinsetzen, setz euch hin. Ja, hinsetzen, komm, Abflug. Aber ganz da, aber ey, Dalli, ihr Pappnasen, das ist ja unglaublich hier. Setz euch hin. Ich finde Harry schon ein bisschen lustig. Ja, nein, ich hilf dir. Auch wieder so ein grünes Armschatten mit so einem Stern, das ist ja geil, einfach herrlich. Setz dich hin jetzt. Herrlich. Hey! Setz dich hin. Ja, Anmachversuche, das erleben gerade männliche Lehrer ohnehin häufig, gerade wenn Mädels in der Pubertät sind, so wie Candy und Isa. Aber Herr Laupe ist eben auch nicht von vorgestern und diese halbgaren Versuche. Ist natürlich von, also als Lehrer natürlich total verboten, da Schülerin anzupacken. Aber andersrum natürlich gibt es das bestimmt, dass weibliche Schülerinnen das provozieren oder so, um den Lehrer loszuwerden. Das gibt es bestimmt. Und es gab auch bestimmt schon Fälle, wo der Lehrer nichts gemacht hat und Schülerinnen sich einfach zusammengetan haben und behauptet hätten, hätten das gemacht, um ihn loszuwerden. Und das ist natürlich Rufmord und das ist natürlich komplett asozial. Ich glaube, da gibt es beide Richtungen, ja. Dieses etwas ungelenke Anmachen, das wirkt natürlich vorne und hinten nicht. Nee. Ich bin gespannt. Vor allem nicht bei Harry. Vor allem nicht bei Harry Loipe. Bei Harry Loipe seid ihr da definitiv an der falschen Adresse, meine Damen und Herren. Welche Strafe jetzt wieder lauert. Denkt ihr, ich bin bescheuert oder was? Ja, der hat das direkt gemerkt. Aber die sind auch so dämlich. Einfach vom einen Tag auf den anderen plötzlich sind die total nett, aufgereizt, gekleidet, fasst ihn an. Der glaubt ihr, das merkt er nicht? Als ob ihr euch entschieden hättet, so von einem Tag auf den anderen, dass ihr ihn ganz gut leiden mögt oder was? Wir sind hier nicht im oder in so einem billigen Nachtclub. Schaut euch mal an, wie ihr aussieht. Wir sind hier, um Mathe zu lernen. Ja. Kapiert das mal. Richtig. Nur Mathe. Richtige Ansage jetzt von Harry. Finde ich gut. Hast du verstanden, worum es hier geht? Der ist schwul. Jeden Mann ist der kriegt bei Anton an. Isa. Boah, jetzt, ey, die sind... Wiederhol mal, was ich gerade gesagt habe. Ja, richtig. Nur ehrlich oder nicht? Es geht hier um Mathe. Ja, richtig. Du siehst aus wie so eine billige Dorf... Ja, okay, das ist auch asozial, die jetzt so zu beleidigen, aber Harry, natürlich fällt darauf nicht rein. Also Harry, wie gerade schon Ruth Marquardt, unsere Psychologin des Vertrauens, schon gerade betont hat, Harry ist nicht von vorgestern, ja? So, ich weiß, dass ich gut aussehe. Guck okay. Mal meinen Arsch an, ja? Schauen Sie doch! Nein! Okay. Hier, für diese sexy Nummer, die ihr abgebildet habt, könnt ihr gleich das Ding... Die haben Scheiße gebaut, jetzt müssen die einfach den ganzen Tag diesen Karneval zutragen. So als Kasper des Tages. Das ist nicht schon lustig. Nein, das passt nicht, ihr Outfit. Vergessen Sie es, ich zieh das nicht an. Einfach so eine Karnevalsmütze. Als Strafe. Okay, das ist lustig. Setz dich mal. Setz dich mal. Mach du dich mal zum Kasper. Ist so. Mach du dich mal zum Lappen. Guck mal. So, und jetzt für die Nummer. Alle Sportsachen an, raus. Raus. So Sport machen? Nee. Ich habe mich 2 Stunden lang geschminkt. Ja, aber also so zögert sich das noch länger hinaus, dass ihr Mathe lernt. Ja, wenn er immer wieder rausgeht und mit den Laufen geht. Also mich hätte man mehr, also mit allem anderen mehr bestraft als mit Sport. Ich mochte Sport. Sport? Mag ich nicht mit. Niemals. Sport nicht verstanden. Ey, das war asozial, Freunde. Ich brech zusammen. Ich brech zusammen. Wir machen es anders. Ja. Ihr macht keinen Sport, ihr macht eure sexy Nummer ja. Und ihr kriegt alle eine 6 und seid durchgefallen. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Richtig. Warum drohst du uns jetzt schon wieder? Ich drohe dich. Natürlich. Wollt ihr eine 6? Benehmt euch doch einfach, Leute. Was? Das ist alles ihre Schuld. Also, auf. Sachen zusammenpacken. Ja, Freunde, das war's. Mit dieser Folge. Oh nein, ich sehe gerade, es gibt einen zweiten Teil. Es gibt einen zweiten Teil und den kriegt, also den bekommt ihr auch. Den wollt ihr, den kriegt ihr. Psycholehrer Harry, setzen 6. Zweiter Teil kommt bald raus, das war's mit dem ersten. Abonnieren, hier mein Instagram, 2 andere coole Videos, checkt die ab. Bis morgen zum neuen Video. Danke fürs Anschauen, haut rein. Ciao, ciao.